Die Auslosung für die erste Runde des ÖFB Cups 2015-16 hat der jungen Fußballmannschaft des SV Schwechat einen Bundesliga-Club gebracht. Sie mussten gegen Admira Wacker antreten. Der Erstligist hatte es sehr schwer gegen die Braustädter, denn mit viel Glück siegten sie erst nach Verlängerung und Elfmeterschießen mit 5:3. Im ÖFB Cup kommt es zur Begegnung zwischen dem SV Schwechat und dem FC Admira Wacker Mödling. 1:1 steht es nach der regulären Spielzeit. Trainer Ernst Baumeister über die ersten 90 Minuten der Partie. Für unsere Mannschaft ist es keine gute Leistung. Wir machen uns das Leben selber schwer. Wir haben leider noch einen Einzelnen vergessen zum Nachsetzen und kriegen dann so ein unnötiges Goal. Und ich glaube, dann macht es eine Regionalliga-Mannschaft, kann auch Fußball spielen, das körperlich gehört beieinander und dann wird das Leben immer schwerer. Und wir können unsere Chancen, die was wir haben, halt nicht verwerten. Und so muss man dann in die Verlängerung gehen und muss man zittern. Zittern muss die Admira, denn in der Verlängerung hat es Schwechat in der Hand, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Schöner Angriff über die rechte Seite, aber gut abgeblockt von den Mödlingern. Schwechat bleibt auch in den zweiten 15 Minuten der Nachspielzeit gefährlich. Marco Theuermann mit einem Schuss vom 16er. Super! Nach 120 Minuten steht es immer noch 1:1. Somit muss ein Elfmeterschießen entscheiden. Isiaka Quedrago tritt an. 2:1 für die Admira. Schwechat gleicht aus. 2:2. Florian Neuhold tritt an. 3:2 für die Gäste. Zweiter Elfmeter für Schwechat. Ausgleich 3:3. Die Nummer 4 der Mödlinger tritt an. Florian Zwierschitz erhöht auf 4:3 aus der Sicht der Gäste. Manuel Super hat die Chance auszugleichen, schießt aber zu ungenau. Es bleibt beim 4:3 für Admira. Lukas Grozorek ist der nächste Schütze. 5:3 für Admira Wacker. Christian Babic muss nun treffen, falls er sein Team weiter im Bewerb halten will. Doch zu unpräzise ist sein Schuss und so gewinnt der FC Admira Wacker gegen SV Schwechat mit 5:3 nach Elfmeterschießen. Peter Benesch ist trotz Niederlage zufrieden mit seinem Team. Im Cup gibt es immer wieder Überraschungen, aber was mir positiv stimmt, ist die Leistung. Es war kein glückliches Verlängerungsspiel und dass wir uns in die Verlängerung gerettet haben. Wir sind unglücklich im Elfmeterschießen ausgeschieden. Wir waren über weite Strecken des Spiels absolut präsent und ebenbürtig gegen einen Bundesligisten, das darf man nicht vergessen. Und von dem her können wir erhobenen Hauptes aus diesem Spiel gehen. Wir sind bis jetzt absolut auf Plan. Es fehlen noch einige starke Spieler, die verletzt sind, wie Freundorfer, Weidener. Und wenn die auch noch zurückkommen, dann wird unsere Zweikampfstärke noch besser. Und ich sage, ja, wie gesagt, alles gut momentan. Leider unglücklich im Elfmeterschießen ausgeschieden. Nächster Gegner in der ersten Meisterschaftsrunde für SV Schwechat ist der SV Horn.